Willkommen zu Astro Stars TV mit dem ganz kurzen Kurzbericht zum Spiel der VfL Sparkassen Stars bei den Giants Düsseldorf. Die VfL Sparkassen Stars Bochum warten weiterhin auf ihren ersten Sieg in der neuen Saison, denn auch bei den Giants Düsseldorf unterlagen die Bochumer am Ende verdient mit 82-74. Bereits vor Anwurf der Partie hatten die Bochumer schlechte Nachrichten zu verdauen, denn Marco Puljevic, gerade erst von einer Dienstreise nach Bochum zurückgekehrt, verletzte sich an der Schulter und wird voraussichtlich erneut länger ausfallen. Auch Niklas Bilski konnte nur geschwächt aufs Spielfeld und Lars Kamp war nach wie vor keine Option für die Bochumer. Allen Widrigkeiten zu trotz spielte der VfL ein ordentliches erstes Viertel und ging mit 18-18 in die erste Viertelpause. Doch der Start in die zweite Runde misslang den Bochumern völlig. Unnötige Ballverluste ließen die Gastgeber auf einen 10-Punkte-Vorsprung davonziehen. Ein Rückstand, der sich im Spielverlauf als entscheidend erweisen sollte. Mit dem Halbzeitpfiff leuchtete ein 40-28 für die Giants Düsseldorf auf der Anzeigetafel auf. Coach Felix Bonobre appellierte in der Halbzeitpause dann vor allen Dingen an Zach Haney, doch mehr Verantwortung zu übernehmen, was dieser dann auch tat. Allein im zweiten Durchgang gelangen den Amerikaner 20 Punkte für sein Team. Damit konnte er die Bochumer zwar in Schlagdistanz halten, für einen Sieg hat es am Ende aber durch die hohe Hypothek im zweiten Viertel leider nicht gereicht. Mit erneut 19% Dreierquote war es trotz der Dominanz unter den Körben nicht möglich zu gewinnen. Tja, also auch nach dem dritten Spieltag immer noch kein Sieg für die Sparkassen-Stars in dieser Saison. Wir hoffen, dass sich das am kommenden Samstag ändert. Zu Gast in der Rundsporthalle sind dann die BSW Sixers und hoffentlich auch ihr. Wir können jede Unterstützung brauchen. Bis Samstag.